Oh, was ist das? Eine neue Palette? Oh, schöne Farben. Toll. Hallo meine Schönen, schön, dass ihr da seid. Herzlich willkommen zurück. Und für alle Neuen, die meinen Kanal gefunden haben, wünsche ich natürlich auch ein herzlich willkommen. Ich bin die Tanja, das ist mein Kanal, Tanjas Colorful World. So meine Lieben, wie ihr bereits gerade gesehen habt, geht es heute um eine Palette. Ja, und zwar, ihr wisst ja, ich hatte ja Geburtstag und die liebe Heike hat mir einen lieben Geburtstagsgruß zugeschickt. Und in dem lieben Geburtstagsgruß war ein Gutschein drin von Douglas. Und sie sagte mir, ich durfte mir bei Douglas was aussuchen. Und ich habe mich dann für die Letal Cosmetics Palette entschieden, weil ich von Letal Cosmetics noch nichts habe. Habe ich gedacht, suchst du dir eine süße kleine Palette aus. Und ja, ich sag mal, erstmal nochmal Dankeschön, liebe Heike, für das tolle Überraschungsgeschenk sozusagen. Ich habe mich sehr darüber gefreut, auf jeden Fall. Und wie du sehen kannst, habe ich mir was Süßes ausgesucht bei Douglas. Ja. Und genau, ich dachte mir, wir werden heute direkt mal das kleine Schätzchen ausprobieren. Wie ihr sehen könnt, bin ich bereits schon geschminkt. Ich sag mal, wir schauen uns gemeinsam an, wie ich diesen Look geschaffen habe mit dieser süßen kleinen Palette. Genau. So, meine Lieben. So, meine Lieben. Werden wir mal dieses kleine Schätzchen testen. Ich bin gespannt, wie die Farben so sind. Wir fangen jetzt einfach mal an. Ich quatsche schon wieder viel zu lang. Ich wollte euch das eigentlich nur mein Geschenk zeigen, was ich mir gekauft habe. Oder für meinen Gutschein gekauft habe, genau. Werden wir jetzt mal anfangen. Machen wir mal einen kleinen Schminki-Schminki. Ja, als erstes nehme ich mal den Braunton, der hier drin ist. Weil wir jetzt keinen helleren Ton haben, nehme ich jetzt mal diesen Ton. Schauen wir mal. Ganz leicht. So. Muss mal eben die Folie abmachen von dem. So. Machen wir ein Auge zusammen und dann. Ja, den Rest mache ich dann separat. So. Ich habe nur ganz leicht Farbe aufgenommen. Ich glaube, das wird so eine Marke sein. Da werde ich mir wohl selbst mal eine Palette zusammenstellen. Wie gesagt, das sind ja jetzt fertig. Es gibt vier verschiedene von dieser Ausführung in verschiedenen Farben. Auf jeden Fall, vor kurzem hatten die im Angebot, ne, über 1 Euro weniger, weil so eine Farbe kostet so um die 7 Euro, 6, 7 Euro. Und wie gesagt, die war im Angebot gewesen, man reduziert 20%. Ja, aber das kommt ja immer wieder vor, dass man Rabatte ergattern kann, ne? So, ich habe jetzt mal ganz leicht nur genommen. Ganz wenig Farbe, um das Auge ein bisschen vorzubereiten. So, fangen wir mal an. Ich glaube, ich werde mal das Gelbe nehmen. Aber dafür nehme ich einen festgebundenen Pinsel, einen kleinen, diesen. So, werde mal in den Gelb reingehen. Schauen wir mal, ob das eine gute Wahl ist oder lieber nicht. Nee, lieber nicht. Das machen wir anders. Mit dem Gelben. Nein, das machen wir heute anders. Ist immer Pinsel dreckig. So, ich werde noch mal in den Braun gehen, nur etwas stärker mit dem festgebundenen Pinsel. Genau. So.
Farbe ist ja schön. Ja. Ihr könnt mir gerne in den Kommentaren schreiben, ob ihr schon Erfahrungen habt mit der Firma und wie ihr die, wenn ihr die schon Erfahrung habt mit der Firma, mit der Palette, also mit den Farben von der Firma, dann könnt ihr mir gerne in den Kommentaren schreiben, wie ihr die findet. Genau. Stört mich gerade was. So. Jetzt werde ich in den Grün reingehen. In diesem Grün, ne? Oh, schön. Okay. Lassen sich auf jeden Fall schön aneinander verblenden. Ja, so, das reicht mir schon. Nehmen wir das Gelb. Probiere jetzt mal was aus. Jetzt nehme ich dieses Gelb mal. Ja. Und setze mir das hier vorne hin. Ja, so ein Ockergelb, ne? Ist kein. Oder ein Eigelb. Könnte auch ein Eigelb sein. Nimm ich, sollen wir alle Farben benutzen oder nur das Grün? Ja, ich werde nur dieses Grün hier nehmen. Dieses. Pinsel, ja, mein Pinsel ist aber schlecht. Wir nehmen den Finger. Okay. Oh ja. Okay. Oh ja. Oh ja.
Und man braucht wirklich nicht viel. Ich bin nur einmal reingegangen und es ist schon fertig. Ja. Ja, ein bisschen faul aus, ne? Das ist schon fertig. So, ich mache meinen unteren Wimpernkranz. Ein bisschen ausblenden hier. So, das werde ich noch mal. Nochmal in den gelben reingehen. Dieses Foul-Out stört mich aber nicht. Gehe ich noch mal in den Grün rein. Ich mache mir mal im Kajal drauf. Kajal? Nee, wisst ihr was? Ich mache jetzt eben die andere Seite fertig. Ich mache mir Kajal drauf. Und dann, also bin ich dann wieder gleich bei euch und dann machen wir die Mascara noch und dann machen wir noch ein bisschen gucken, dass wir noch den Inner Corner zusammen machen und dann sind wir auch dann schon fertig. So, bis gleich, meine Süßen. So, hier bin ich wieder. Ich finde es schön. Das ist schön. Also ich muss sagen, also die schimmerfarbenen Farben. Die Farben, die ich jetzt benutzt habe. Super, ganz super. Auch die matten, also die nicht schimmere Farben. Ja, ich würde sagen, der Gelbton ist so geblieben, oder? Ja, ne? Ja. Doch, doch, schön. Doch. Auch das Braun war wunderbar. Ja, so jetzt machen wir einen Inner Corner. Natürlich nehmen wir diese Farbe. Leider sind die Farben nicht beschriftet. Aber ich nehme die beim Kaufen auf jeden Fall. Da stehen Namen drauf. Ja, aber die kann man ja einzeln kaufen, ne? Ja, ich nehme jetzt diesen mal. Okay. Ist leicht, ne? Der überzeugt mir, muss ich jetzt sagen, der überzeugt mir jetzt nicht so. Muss ich echt zugeben. Da ist jetzt nicht, wo der BOM! Wo ich jetzt sage, wisst ihr, was ich meine? Der haut mir jetzt vom Hocker, ne? Ist okay, keine Frage. Aber jetzt nicht, wo ich sage, boah, so geil, der Ton ist so geil. Das muss ich ja zugeben. Ist nicht schlecht, aber ist halt nicht bäm. Ne? So, ich denke mal, ist ganz gut so.
Das reicht. Ja. Wie gesagt, ihr könnt euch selber Farben, eine Palette zusammenstellen, ne? Mit 6, ich glaube 6, 12 und 36 Farben. Bin mir jetzt gerade nicht sicher. Ich glaube 36 Farben nicht oder 24. Wie gesagt, ich lasse euch auf jeden Fall die Internetseite von der Firma selber da. Ihr könnt die aber auch bei Douglas. Bei Douglas war die vor kurzem im Angebot gewesen. Was bei Douglas gewesen? Ja, bei Douglas, aber ist glaube ich nicht mehr. Nee. Und wie gesagt, kommt ihr immer wieder rein, müsst mal schauen. Na, auf jeden Fall werde ich euch so 2, 3 Seiten werde ich euch unten in die Infobox packen. Da könnt ihr selber mal nachschauen. Genau. Ich nehme nämlich meine. Mein Gott, Entschuldigung. Ich nehme meine Anastasia Beverly Hills. Ist einfach meine Lieblingsmascara. Ja. Also so ist das Amo ganz toll geworden. Ihr könnt mir gerne in den Kommentaren schreiben, wie ihr das Amo findet, wie ihr die Farben findet. Okay, ist das außergewöhnlich, die Palette, ne? Ist nicht für jeden, aber ich finde das Augen-Make-up einfach geil. Ja. Gut, jetzt bin ich da ein bisschen weiter runtergekommen. Bisschen verschmiert. Aber egal, ich lasse halt jetzt so. Anders geht es jetzt sowieso nicht mehr. Aber trotzdem toll, muss ich echt sagen. So. Oh, Farben sind schön. Also das gefällt mir voll. Muss ich ja wiederholen. Ich wiederhole mich gerne. Ne? So. So schön. Habe ich mir ein schönes Geschenk ausgesucht. Ja. Schön. Ich glaube, dann werde ich mir mal einen selbst zusammenstellen. Ja, aber schön. Ja. Schön, schön, schön. Schönes Geburtstagsgeschenk von der Heike. Findet ihr nicht auch? Habe ich mir nicht schön ausgesucht? So, wir sind durch. Doch, ich denke mal, ich kann so auf die Straße gehen, oder? Ja, kann man machen, ne? So, meine Lieben, das war's jetzt. Das war mein Geburtstagsgeschenk von der lieben Heike. Von der lieben Heike, mein Geburtstagsgeschenk, ja, was ich mir gekauft habe. Ja, war schön von der Heike, fand ich echt lieb, behaupt lieb, dass sie an mich gedacht hat. Ja, und dann noch dann ein Gutschein, wo ich mir selbst was aussuchen konnte. Hat sie ja recht, ne? Sowas ist, glaube ich, immer, glaube ich, besser, wenn man nicht ganz genau weiß, was man denjenigen kaufen soll, ne? Ja, und daher habe ich mir die schöne Palette gekauft. So, meine Lieben, das war's jetzt. Wie gesagt, könnt ihr gerne in den Kommentaren schreiben, wie ihr das tolle Schätzchen findet. Ob ich mir ein schönes Geschenk ausgesucht habe für den Gutschein von Douglas, ja. So, wie gesagt, von der Heike den Kanal werde ich natürlich euch unten in der Infobox packen. Schaut mal bei der lieben Heike rein, genau. Ist eine, auch eine ganz süße Maus. Ihr seid ja alle meine Mäuse. Mehr meine Schönheiten. So, ich höre jetzt auf. Ich finde schon wieder kein Ende. Dankeschön fürs Reinschauen, Zuschauen, dranbleiben. Denkt daran, passt auf euch auf, achtet auf euch, achtet auf eure Mitmenschen. Wir sehen uns, euer Tanja. Ciao, tschüss, Kowski, bei euch. Tschüss, tschüss, ciao.